can I do? Der hatte gar nichts dabei, die haben was dabei. I'd be glad to. Das ist ja schon mal interessant, dass sie hier... Okay, die Treppe runter. Die Falle setzen. Wahrscheinlich geht's dann hier in ihr Hauptlager. Eine Attentäter-Liane? Okay. Oh, eine Delemgarn. Und ein Dschungellaurer. Erstmal weg mit der Delemgarn. So, jetzt können wir dem da eins verpassen. Laura scheinen nicht mehr ganz so schlimm zu sein. Flussschilf, erwecktes Holz, das ist nicht schlecht. Okay, die haben wohl eher die Delemgarn hier. Raushalten wollen aus ihrem Lager. Du findest eine alte steile Truhe, erodiert und gefleckt von den Jahren, in denen sie der Witterung ausgesetzt war. Der Deckel ist rissig, wird aber von dicken hölzernen Lianen wie von einer Riesenhand gehalten. Jemand anderes bitten, die Lianen von der Truhe wegzuziehen. Mit einer Fackel die Lianen verbrennen, einen Zauber wirken, um die Lianen zu verbrennen, weggehen. Zieh mal die Lianen weg, Edda. Edda reißt die Ranken von der Truhe. Lianen wachsen hungrig hoch, um sie wieder zu umfassen. Aber Edda reißt die Stelle aus, als sie nachwachsen können. Inmitten von all dem gelingt es dir, den Deckel von der Truhe zu entfernen. Du ziehst ein antikes bronzenes Bein aus der Truhe. Die Lianen versuchen vergeblich, es zu fassen zu bekommen. Du hast einen Gegenstand erhalten. Vionket. Ziemlich viele böse Effekte. Der Gegenstand wurde deinem Lager abgelegt. Schon mal interessant. Hm. Irgendwie als ob die Lianen Angst vor dem Ding hatten, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann. So, okay, hier unten, das haben wir gemacht. In dem Hain waren wir. Eine große Lagerung fällt eine Brutmutter, nicht eine Brutmutter, wie Größe und Kampfverraten taucht aus dem Becken auf. Um ihren Hals hängt eine Knotenkordel mit glitzerndem Krimskrams. Sie zwitschert leise, als du dich näherst, wirkt sie vor Aufregung, greift aber nicht an. Sie taucht wieder ab und verschwindet. Du hörst Platschen und Geschnatter von weiter oben am Hang. Kommt jetzt gleich die Armee. Vielleicht ist sie voll. Ja, die Zorn der Brutmutter. Ich habe die Brutmutter in der Schlucht gefunden. Seltsamerweise hat sie mich nicht angegriffen. Ja, ist komisch, dass hier alles in Großschrift ist. Wahrscheinlich mal wieder ein kleiner Bug. Hier habe ich nur Kopfgelder. Meine Güte. Naja, Nebenquests machen, um an Geld zu kommen, ist auch wichtig in dem Teil. Okay, hier sind Lagofett. Die Brutmutter neigt ihren Kopf, sieht dich an und zwitschert neugierig. Sie anzwitschern, Fenrir zur Begrüßung vorschickt, die Brutmutter angreifen, gehen, dabei langsam zurückweichen. Fenrir nähert sich und schnüffelt an den Füßen der Lagofett. Sie reagiert zunächst mit panisch aufgerissenen Augen, beruhigt sich aber, als das Tier nur Neugier erkennen lässt. Zögernd streckt sie die Hand aus und kommt Fenrir auf den Kopf. Die Brutmutter haucht auf zum Glucksen und macht einen vorsichtigen Schritt nach vorne. Sie streckt ihren Kopf voller Interesse aus. Andere Lagofett beugen an dich und zwitschern dir zu.
Genau, weil der Erstkontakt bekanntlich immer so gut läuft. Maya greift langsam nach ihrer Waffe. Ein junger Lagenfeld guckt hinter einem der Erwachsenen hervor und gurgelt freudig. Der Erwachsene schiebt ihn mit einer festen Klaue wieder zurück. Er sieht kleiner aus als die Schlüpflinge im Käfig, aber nicht viel. Oh, Anna. Lagenfeld, Brutmutter. Die Brutmutter beobachtet das, schaut dich an und gibt einen klagenden Ruf vor sich. Oh, Anna, wer ist Anna? Oh, Anna. Lagenfeld, Brutmutter. Sie dehnt sich aus, streckt ihren Hals und krächzt dich an. Ihre Schrotthalskette funkelt und zittert. Juana? Das Klurren und Gurgeln wird lauter. Die anderen Lagenfeld fläschen die Zähne bei der Erwähnung dieses Namens. Juana. Juana, die Brutmutter faucht. Die Krieger um sie herum schwenken ihre Speere, Keule und Blasrohre. Man kann ihnen es nicht wirklich übel nehmen, oder? Tekeo Anti-Juana. Tekeo dreht seine Haare zwischen den Fingern. Do not pretend to understand the opinions of fish, I say. Tu nicht so, als würdest du die Meinungen von Fischen verstehen, sage ich. Du bist selber zum Viertel Fisch. Ihr hasst die Juana. Gelade. I did not even know these Wilder could understand Keith languages. Gelade, ich wusste nicht, dass diese Wilden die Sprache der Gestandenen verstehen. Hatchlings. Lagerfett Brutmutter, sie kreischt nicht dich an, scheint es, sondern als Reaktion auf das, was du gesagt hast. Schlüpflinge. Viele Klauen greifen die Waffen noch fest und die Schwänze peitschen mit einem begierigen hypnotischen Rhythmus. Die Brutmutter beobachtet dich. Ja, ich sah deine Schlüpflinge im Käfig im Dorf. Du kannst mich verstehen? Sie wippt mir den Kopf und zwitschert aufgeregt. Ja, ich sah deine Schlüpflinge in Käfigen im Dorf. Sie krächzt gefühlvoll und wiegt ihren ganzen Körper vor und zurück. Ihre gesträubte Finne blitzt wie ein Messer. Die anderen Lagerfeld fletschen die Zähne noch mehr. Die Brutmutter wendet sich der Formation der Lagerfeld zu. Sie faucht zuckt mit dem Schwanz und deutet nach unten zum Grund der Schlucht, zum Dorf hin. Die anderen geben mit einem Kopfnicken ihre Zustimmung. Oh, Anna. Lagerfeld Brutmutter, sie wendet sich wieder dir zu und knurrt. Oh, Anna. Ich kann die Schlüpflinge retten, aber dein Clan muss sich vom Dorf fernhalten. Die Brutmutter zwitschert und blinzelt dich an und neigt den Kopf in alle möglichen Richtungen. Schließlich hebt sie den Kopf und zwitschert zu den Bäumen. Die anderen Lagerfett senken einer nach dem anderen die Waffen und klemmen ihre Kiefer zusammen. Please, Hatchlings. Bitte, sie richtet ihre Fischaugen auf dich, Schlüpflinge. Oh, we gotta do it. Ach, wir müssen es tun. Ja, Edda. Of course. What did you... Ich will nur die Blümchen hier bei dir pflücken. Beratsglocken. Ziemlich passend. Okay. Das heißt, wir können ins Dorf zurück erstmal. Ja. Die Lagerfeld-Brutmutter ist verzweifelt. Sie will ihre Schlüpflinge retten. Wenn sie freigelassen werden, könnte das eine Waffenruhe zwischen den Kreaturen und dem Stamm ermöglichen. Yep. Das heißt, wir gehen hier wieder raus. Tja, das ist wieder auch eine andere Sache. Hagrim ist immer noch ein Waldläufer. Das heißt, ja, wie kann man Lagerfeld einordnen? Auch als Tiere? Deswegen, gerade auch weil Edea auch ein Problem damit hat, dass wir einfach so amok laufend Lagerfeld abschlachten. Ich will Vorräte kaufen, habt ihr keinen Reiswein oder so? Ja. Ich kann hier nur Schiffsvorräte auffüllen, aber nein, ich brauche gerade keine Medizin. Ich brauche nur die Schlüpflinge.
Dum-di-dum. So, hallo, du? You need something? Brauchst du etwas? Der Fischer kratzt seine Wange, wobei er sie mit den glitzernden Schuppen bestäubt. Ich muss diese Lagerfettschlüpflinge befreien. Are you crazy? Then Himuihi will go and blame me. Bist du verrückt? Dann geht Himuihi hin und gibt mir die Schuld. Seine glühenden Augen treffen deinen Blick. You see the woman at the trading post? The angry one? Siehst du die Frau dort am Handelsposten, die wütend aussieht? Er greift mit einer kräftig klebrigen Hand nach deinem Arm und zeigt quer über den Hafen zu einem finstern blickenden Frau, die dort mit verschränkten Armen steht. She will have my corpse for bait if you do this. Sie benutzt meine Leiche als Köder, wenn du das tust. Warum sollte sie dir die Schuld geben? She despises me. How could disaster not be my fault? Sie verabscheut mich. Wie sollte das Schlamassel denn nicht mein Fehler sein? Er knurrt. Besides, the Ranga will bury her at high tide if she so much as insults you. Or any foreigner. Außerdem wird der Ranga sie bei Flut begraben, wenn sie dich auch nur beleidigt oder egal welchen Fremden. Verstehe. Go and see her before you release her prizes. Then maybe I find some other place to be until her anger cools. Geh wenigstens zu ihr, bevor du ihre Beute freilässt. Da suche ich vielleicht einen anderen Ort auf, bis ihre Wut verraucht ist. Er lässt deinen Arm los, an dem nur ein paar schimmernde Fischschuppen kleben. Da lebt wohl. Ja, mit der da anzubandeln. For what do you linger here? The village is much too quiet. Was tust du noch hier? Das Dorf ist viel zu ruhig. Ihre rastlosen Hände spielen mit der Waffe, während sie ihre zusammengekniffenen Augen den Horizont absuchen. Wir müssen die Lagofett-Schlüpflinge freilassen. Sie wirft ihren Kopf zurück und lacht. But you do not laugh. Then you do not joke. For what would I do this foolish thing? Du lachst ja nicht. Dann ist das kein Scherz. Warum würde ich so etwas Dummes tun? Sie wischt sich eine Träne aus dem Augenwinkel. Sie haben klar zu Familien. Was würdest du tun, wenn man deine Kinder in einen Käfig sperren würde? Du willst, dass sie euch in Ruhe lassen, oder? Lass die Jungen frei, da tun sie das auch. Nehmen wir nur die Eins. Ihr Gesicht verhärtet sich. Then I never forgive them. We must destroy the broodmother now, before she is bolder. Dann werden dich ihnen nie vergeben. Wir müssen die Brutmutter jetzt vernichten, bevor sie mutiger wird. Sie wischt etwas Feuchtigkeit aus ihrem Auge. Ja, nehmen wir das nochmal. Warum sagst du das schon wieder? Sie hebt deine Augenbraue, aber sie hört dir zu. Du willst, dass sie euch in Ruhe lassen, oder? Lass die Jungen frei, dann tun sie das auch. Sie sind Tiere, sie jagen, wo sie Futter riechen. Und in unserem Dorf riechen sie Futter. Sie lehnt sich vor und spricht langsam, als würde sie einem Kind etwas erklären. Wenn ich die Jungen freilasse, greifen sie an, wenn sie groß sind. Hoffentlich warten sie nicht allzu lange. Ich will, dass sie angreifen, wenn sie noch klein sind, mit winzigen Krallen und kleinen Fischzähnchen. Dann erhebe deine Hand gegen die Kleinen und schau, wie sie zurückschlagen. Sie starrt Erde an, während ihn ein Ausdruck des Entsetzens überkommt. Ja, sie werden davonlaufen und diesen Ort vergessen. Nein, wenn du die Jungen freilässt, werden sie dankbar sein wie jedes andere Tier. Lagofett sind von Natur aus scheu. Sie würden das Dorf meiden, wenn du nicht ihre Jungen hättest. When they ran from me before, I thought it was only my weapon they feared. Als sie zuvor vor mir wegliefen, dachte ich, sie hätten nur vor meiner Waffe Angst. Sie lacht wieder und fällt dann in nachdenkliche Stille. Aber nehmen wir an, du hast recht, da muss ich ihren Gestank nicht mehr ertragen. Sie reibt ihr Kinn.